never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. BMW iX1, in dem sitzen wir jetzt gerade, schauen auf das wunderschöne Curve-Display. Wir sind jetzt gerade ein bisschen in der Stadt unterwegs, kurzes Stück jetzt hier auf dem Zubringer. Und ich habe bei mir vorne natürlich das Navigationssystem aktiv mit der Karte zusätzlich nochmal im Instrumentenkombi. Finde ich immer eine wirklich sehr coole Ansicht. Gerade wenn ich jetzt kein Head-Up-Display habe wie in dieser Variante, weil er noch mit dem Listenpreis unter 60.000 Euro angesetzt ist. Die neue Regelung, wichtiger Hinweis, ist rückwirkend zum 01.01.2024. Bis 70.000 Euro gilt eine 0,25% Versteuerung. Und hier steht er. Der BMW iX1, cooles Ding, X-Line, Winterräder sind jetzt hier drauf. Ja, die sind drauf. Das ist naturbedingt in dem Fall. iX1 und das ist, wichtiger Hinweis, xDrive 30. Das heißt Allrad, maximale Systemleistung 313 PS. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Das ist der Start von dem wunderschönen Curve-Display. So, und wir haben jetzt einen Akkustand von rund 82%. Voll war er tatsächlich nicht, als ich los bin. Das waren so knapp 90%, wo ich losgefahren bin. Ich meine 88, 89, vielleicht auch 90. Wir machen mal eins. Wir gehen mal in die verschiedenen Fahrmodi. In diesem Video geht es nämlich darum, dass ich den Personal-Modus, den habe ich direkt mal als Startmodus hinterlegt, Standardeinstellung nutzen möchte. Weil das häufig gesagt wird, Mensch, wer fährt denn in Efficient, wer fährt denn in einem anderen Modus? Personal ist der, der gilt. Und das machen wir doch jetzt mal. Wie ist denn der Verbrauch, wenn wir da fahren? Vorteil ist, im Personal-Modus kann ich einerseits den Content einstellen, das heißt Reichweitenhorizont, Navigationsführung, eine Karte möchte ich drin haben, Fliehkräfte kann ich mir anzeigen lassen, Entertainment kann ich mir anzeigen lassen. Oder. Und ich kann das Layout wechseln in einer engen Ansicht. Ich mache am besten mal den Wagen an und wir haben diese engere Ansicht. Auf die Taste drücken und da, zip, und dann kann ich nach rechts wippen und da reinkommen. Dieser engeren Ansicht, eine weitere Ansicht und dieses Diagonale, was wir von zum Beispiel Digital Art kennen. Finde ich persönlich wirklich cool. In die Ansicht würde ich mir allerdings immer so eine Karte reinmachen. Mein zweiter Favorit wäre diese weitere Ansicht. Finde ich persönlich angenehmer. Na, falsch gedrückt. Zip, passiert auch. Und die dritte Ansicht, das fühle ich mich so ein bisschen eingeschränkt, ist nicht so meins. Finde ich wirklich besser. Ja. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt gerade mal erstmal bei dieser Ansicht drin. So, denn dieses Layout können wir tatsächlich nur im Personal-Modus wechseln. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und wir machen jetzt mal eins, wir machen mal Efficient, drücken wieder diese Taste und wir können tatsächlich nur den Content ändern. Und ich switch mal in Expressive, auch hier nur Content. Okay, also wirklich nur im Personal-Modus. Digital Art ist wieder dasselbe, Sportmodus auch, nur den Content kann ich ändern. Ich kann das nicht, das Layout ändern. Deswegen machen wir mal eins, wir wechseln den Personal-Modus, bleiben hier drin. Ich mache nur eins, ich lege mir die Karte hier rein, weil das finde ich hier in dem Fall sehr sinnvoll, weil ich kein Head-Up-Display habe, finde ich das persönlich direkt im Sichtfeld, dann kann ich rechts irgendwas anderes laufen haben oder. So, dann gucken wir mal in die Fahrwerte rein. So, ab Individual, wie gesagt, also der war nicht voll gewesen, 88, 89, 90% waren es. Ich bin jetzt schon knapp 25 Kilometer hier lang gefahren durch die Stadt. 18,5 kW-Stunden. Wir haben jetzt eine Außentemperatur, naja, 7,5 Grad. 82% haben wir. Ein Stück habe ich jetzt hier noch durch die Stadt über Land zu fahren. Und dann fahren wir nach Köln und am Morgen natürlich wieder zurück. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie der Verbrauch sich entwickeln wird. Und hier nochmal, Personal-Modus, kann ich natürlich meine individuelle Beleuchtung drin auswählen. In dem Fall habe ich mir jetzt Violett gewählt, weil das finde ich wirklich eine coole Ansicht. Ich würde sagen, jetzt geht's mal los im iX1 xDrive 30. Wir fahren jetzt hier natürlich erstmal ein Stück nochmal durch die Stadt, was ich gesagt habe, von der Uni ein Stück weg. Zack,
Und dann sind wir auch gleich schon da. Ihr seht, Temperaturen sind okay, Geschwindigkeit ist überschaubar, aber das sind so der Alltag. Jetzt geht es am Abend tatsächlich los und wir fahren erstmal auf die Autobahn Richtung Köln. Das ist ein Stück von, knapp 70 Kilometer müssen das sein, die wir jetzt fahren. Und jetzt ist Tempolimit Aufhebung und dann beschleunigen wir einfach mal über den Driving Assistant einfach mal hoch oder über das Tempomat. Beschleunigen wir einfach mal hoch und wir gucken mal, wie zügig wir auf der Strecke jetzt unterwegs sein werden. Na gut, 150, die Strecke ist jetzt doch um die Uhrzeit relativ leer. Können wir jetzt auch mal 160 machen. Naja, komm, 170, 180 geht auch. Wenn es geht, fahre ich das auch. Ansonsten lassen wir das einfach bei einer geringeren Geschwindigkeit. Wir fahren jetzt hier ein ganzes Stück, wirklich höhere Geschwindigkeiten. Ihr seht's. Und ihr seht auch wunderbar, wie rechts der Leistungsbalken immer wieder hin und her pendelt. Gerade auch dann die Rekuperation, wovon der Wagen ja dann immer so ein bisschen auch lebt. Auch hier jetzt mal wirklich kräftig durchbeschleunigen auf 180 und dann auch wieder weiterfahren. Diese Rekuperation ist natürlich immer ein wichtiges Element. Also Bremsen mache ich eigentlich fast gar nicht auf so einer ganzen Strecke, sondern ich habe immer B drin, also starke Rekuperation. Also das ist so ein bisschen Gewohnheit. Mit den adaptiven Geschichten ist echt Gewohnheitsthema für mich. So, wir sind jetzt in Köln angekommen. 53% Akkustand haben wir und 183 Kilometer Reichweite noch. Also morgen komme ich auf jeden Fall wieder nach Bochum. Was haben wir jetzt zurückgelegt? 98 Kilometer und haben einen Durchschnittsverbrauch von 22,1 kWh. Ihr habt es gesehen, wir sind sportlich gefahren. Nicht die ganze Zeit Vollgas. Klar, auch mit Tempolimit. Ja, ein Stück durch die Stadt zum Anfang. Und am frühen Morgen geht es dann natürlich gleich wieder los Richtung Bochum. Ein Stück durch die Stadt machen wir mit und dann geht es auch auf die Autobahn. Hier fahren wir, weil das Wetter nicht ganz so berauschend ist, primär, wo es zumindest offen ist, so 150, 140 und fahren zügig die Strecke ab. Das, was ein Alltag für viele Menschen ist, die längere Strecken tatsächlich umherpendeln. Auch hier nochmal kurz Tempolimit und dann fahren wir 150. Und das finde ich auch, muss ich sagen, auf lange Strecken wirklich eine extrem angenehme Reisegeschwindigkeit, um tatsächlich dann anzukommen. So, jetzt sind wir hier in Bochum angekommen. 23% Akkustand, 74 Kilometer Reichweite habe ich noch. Und nochmal Reminder, ich bin losgefahren mit irgendwie 88, 89, 90%. So, und wir haben jetzt hier ab Individual 173 Kilometer zurückgelegt. Und ein Durchschnittsverbrauch von 23 kWh auf diese Strecke. So, gucken wir mal ab Laden. Und das müsste dann wahrscheinlich ab voll sein. Sind 197, also nochmal rund 20 Kilometer mehr, die wir gefahren sind. Ab Fahrtbeginn sind es 75 Kilometer, 24,2. Als von Köln aus hier hoch relativ viel bergauf geht. Und deswegen, und wir natürlich auch relativ lange Strecke 150 fahren konnten, kontinuierlich, und deswegen dann der Verbrauch etwas höher ist. Hier nochmal der Hinweis, im Personal-Modus kann ich nicht nur den Content auswählen, wie hier, sondern ich kann auch das Layout ändern, zwischen so einer engen Ansicht, einer etwas weiteren und dieser diagonalen Ansicht. Ich finde das eigentlich mal ganz cool, so mal ein bisschen was anderes, nicht immer das Gleiche. Ich wechsle da gerne mal hin und her. Meine Erfahrung sagt jetzt, Mensch, iX1, egal welchen Modus ich fahre, ob ich Sport fahre, habe ich gemacht. Könnt ihr gerne meine Videos anschauen. Personal-Modus, wie jetzt hier, Efficient-Modus oder. Für längere Strecke als auch für täglich längere Strecken zum Pendeln finde ich den iX1 wirklich extremst gut. Sehr viel Platz, sehr hoher Komfortanteil und ausreichend Leistung mit dazu. Lasst eure Meinung doch gerne mal da zum BMW iX1. Wie ist euer Feedback? Fahrt ihr vielleicht auch tagtäglich längere Strecken und guckt, Mensch, Personal-Modus, Efficient-Modus, Sport-Modus, in welchem Modus fahrt ihr denn gerne? Like das Video, abonniert den Kanal und immer schön dranbleiben. Vielen lieben Dank. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact.